Kevin, du durftest letzte Abmoderation machen, dann mach doch bitte die Abmoderation direkt. Na dann, hallo und herzlich willkommen zu unserem nächsten Live-Termin. Und wir besprechen heute das Thema Farbe, Einrichtung und ja, gehen so ein bisschen auf Vor- und Nachteile ein einer 26 Quadratmeter Wohnung, besprechen so ein bisschen Farbgestaltung und warum, wieso, weshalb gewisse Sachen Platz finden und andere nicht. Und ja, was wir so gemacht haben, das sieht man dann auch ganz gut anhand des digitalen Grundriss. Ich hatte ja viele Hausaufgaben von letzter Woche aufbekommen, weil Christian vorgelegt hatte. Ich habe also nachgelegt, habe die Wohnung virtuell mal möbliert. Nicht zu sehr an den Beispielen festhalten. Das ist auch nur eine App und man kann da weiß Gott nicht jedes Möbelstück abbilden. Das sind viele Sachen nur Muster, dass ihr ein ungefähres Gefühl bekommt, wo was stehen soll. Ich auch. Das ist super sinnvoll. Was für Vorteile eine virtuelle Möblierung hat, besprechen wir aber später nochmal, weil das würde die Anmoderation sprengen. Also erstmal schön, dass ihr da seid. Ihr werdet heute viel, viel lernen, wenn ihr selbst vorhabt, mal eine Wohnung einzurichten, wie das sich mit Farbkonzepten verhält, worauf man da zu achten hat. Und ja, ich freue mich sehr auf den Austausch. Du bist ja nicht so der Feintuner, sondern eher der Mann fürs Grobe. Und ich denke, wir werden heute wieder ja, viel, viel Input geben können und sehr viel mitnehmen davon. Auf jeden Fall. Herzlich willkommen zu Folge Nummer 3. Wie gesagt, wir haben heute ein feines Konzept, was der Kevin ausgearbeitet hat. Da bin ich auch schon sehr gespannt drauf. Was wollen wir kurz besprechen? Ich habe noch Kommentare von letzter Woche. Also das heißt, unter dem YouTube-Video sind noch ein paar gekommen. Die würde ich einmal vielleicht kurz angehen. Dann legen wir direkt auch los. Und während des Videos, wenn wir hier reinkommen, werden wir die wie immer im letzten Block, also geplant ist immer so eine Stunde ungefähr. Das heißt, so ab der 50., 55. Minute werden wir uns dem Thema Kommentare widmen. Also sprich, wenn du einen Kommentar stellst, bitte bleib auch dann bis zum Schluss, weil dann kriegst du sonst die Antwort unter Umständen nicht mehr mit. Also, was haben wir für Kommentare? Julian K., spannendes Thema, aber bitte etwas kürzer und knackiger. Ja. Sehr gerne. Spannendes Thema auf jeden Fall. Hast du absolut recht. Kürzer und knackiger. Das ist immer die Frage, wer zuschaut. Es gibt Leute, die bestimmt ein großes und breites Wissen haben, die vielleicht auch viele Sachen, die wir halt erwähnen oder halt erzählen, schon kennen. Und dann ist es vielleicht für die nicht mehr so spannend. Ja, vielen Dank auch für den Kommentar. Das finde ich super. Also ich finde jede Art von Kommentaren klasse. Wir sprechen das nachher mal mit dem Kelvin, ob wir da irgendwas im Konzept ändern sollten. Ja, ich verstehe aber durchaus, was du meinst. Wenn du schon in dem Bereich unterwegs bist, kann mir vorstellen, dass sich einige Themen vielleicht zu sehr ziehen. Andererseits kann ich mir vorstellen, wenn du in dem Thema noch nicht allzu sehr drin bist, dass du auch vielleicht in Punkten hältst, wo du denkst, das war zu schnell oder das habe ich jetzt nicht ganz verstanden. Von daher, es hat immer so ein bisschen hin und her. Wir haben uns immer als Ziel gesetzt, jeden Montag 20:30 für eine Stunde. Und wir haben dazu immer Themen, die wir auch in der Folge davor besprechen. Also wir machen immer quasi so eine Aufgabenteilung und das heißt, du erfährst am Ende der Folge, was die nächste Folge dran ist und das erzählen wir dir in den nächsten 50 Minuten. So ist das eigentlich, was wir uns ausgedacht haben dabei, oder was sich entwickelt hat eigentlich, weil so ein Konzept oder so groß ja, entworfen, das haben wir nicht. Das kam einfach irgendwie so zum einen zum anderen und das passte einfach so. Von daher, vielleicht. Julian hieß du, Julian K. Wenn du dazu im Detail was sagen möchtest, sag gerne. Dann gleich kannst du mal deinen Kommentar nochmal beantworten oder nochmal neu kommentieren, was du damit meinst. Ich vermute, dass damit gemeint sein könnte, dass, wie gesagt, dass wir eventuell Themen, die für dich geläufig sind, wir vielleicht noch ein bisschen zu breit und zu ausführlich erzählen und dass das vielleicht daher doch nicht knackig genug für dich ist. Ja, das mag sein, verstehe ich. Vielen Dank für deinen Kommentar auf jeden Fall. Und du hast noch einen zweiten Kommentar hinterher geschrieben. Wo den melden? Fragezeichen Instagram. Da du es auf meinem Kanal geschrieben hast, gehe ich davon aus, dass du damit meinst, wie du den Kelvin erreichst. Ich werde gleich mal vom Kelvin ein, zwei Möglichkeiten in die Kommentare posten.
wie du ihn erreichen kannst. Natürlich kriegst du überall auf allen Medien, ob es jetzt Insta ist, ob es jetzt Facebook natürlich ist, LinkedIn. Also ich poste einfach mal zwei, drei Links rein. Da sind auf jeden Fall die Möglichkeiten, wie man den Calvin auf jeden Fall kriegt. Das ist ja, glaube ich, überhaupt kein Problem. So, dann habe ich noch einen Kommentar von CJ. Sehr inspirierend. Ich glaube, ich werde wegen euch jetzt mal das Thema Airbnb-Vermietung versuchen, Ausrufezeichen. Danke and have a nice weekend. Ja, auf jeden Fall. Also probier es gerne aus. Das ist für mich auch mein erstes Mal. Mich hat es auch sehr gepackt, sehr interessiert. Aus mehreren Gründen. Natürlich ist der Hauptgrund dabei, da müssen Sie sich viel vormachen. Du hast ganz andere Renditemöglichkeiten und das macht das Ganze ja sehr spannend. Bei mir hat es jetzt gerade so ergeben, dass ich gerade eine kleine Wohnung frei wurde oder frei wird und da habe ich gedacht, komm, warum probierst du nicht einfach mal das Ganze aus? Ich habe Calvin kennengelernt durch einen Podcast und zwar hat er einen, ich habe einen, wir haben uns quasi interviewt. So kam ich um das Thema dran und bei mir ist das Ganze auch so entstanden. Also von daher, wie gesagt, wir geben dir im Prinzip, in diesem Projekt begleiten wir ja von Anfang bis Ende das Ganze. Das heißt, ich weiß, die letzte Folge hast du wahrscheinlich gesehen, weil du unter dem Video was kommentiert. Wir haben ja die Wohnung gerade begangen. Jetzt werden wir besprechen, wie die Einrichtung aussieht. Nächste Folge gibt es den nächsten Schritt. Also wir werden uns ja nach und nach ja an die Punkte dran machen. Und im Prinzip kriegst du ja quasi damit sowas wie so eine Blaupause, wo du halt quasi dein Projekt ja mal selber starten kannst. Und falls du überfordert bist, falls du nicht weiterkommst, der Experte dafür sitzt ja hier an dem Ende der Leitung. Ja, sehr, sehr spannend. Also ich glaube, gerade für die Leute, die überlegen zu starten oder sagen, ich würde gerne starten, aber ich weiß gar nicht genau wie, für die ist die Folge heute sehr, sehr spannend, weil man da schon mal so ein Gefühl dafür bekommt, worauf man achten muss, was wichtig ist. Und genau, ansonsten wurde ja alles schon gesagt. Macht euch hauptsächlich, also das Wichtigste, bevor ihr richtig in die Planung geht, macht euch Gedanken, googelt das Zweckentfremdungsverbot, schaut, ob eure Stadt da inbegriffen ist. Ist dem nicht so, dann feuerfrei, dann startet. Und wenn das so ist, dann würde ich euch davon abraten, das zu machen, weil in der Regel sind die Behörden da relativ fix. Genau, und man will ja auch irgendwie eine sichere Rendite und nicht irgendwie risky irgendwas machen und verheimlichen, sondern man will das ja rausposaunen, Werbung machen, das auf alle Plattformen spielen und damit Geld verdienen. Deswegen geht der rechtliche Rahmen ganz wichtig. Darauf gehen wir bestimmt auch nochmal ein. Heute ist Konzept dran, das bedeutet Farbe, wird angesprochen, da habe ich drei Möglichkeiten, wie man das Ganze gestalten könnte. Danach habe ich auf dem Schirm noch Ausstattung. Ich gebe euch einen kleinen Einblick in meine virtuelle Möblierung. Ich gebe euch aber auch einen Einblick in meine Einkaufsliste, die ich dann gemeinsam mit Christian abarbeiten werde. Und so habt ihr auf jeden Fall schon mal eine ganz gute Grundlage, würde ich sagen. Also ich hätte mich vor anderthalb Jahren über so eine Grundlage tatsächlich sehr gefreut. Ja. Calvin, ganz guter Hinweis. Also unbedingt, ihr müsst natürlich, das Ganze muss auf legale Füße aufgebaut sein. Also es nützt euch nichts, wenn ihr irgendetwas startet. Das ist eine ganz wichtige Sache. Es nützt ja nichts, wenn du auf Sand baust, wenn du ein Business aufbaust und nachher stellst du fest, das ist ja gar nicht in der Region zulässig. Es gibt ja halt Gebiete, die sind halt sehr angespannt und es gibt Wohnungsmärkte, die sind sehr, sehr angespannt. Und da kann es natürlich auch sein, dass das eventuell bei dir nicht zulässig ist oder unter Auflagen möglich ist. Daher würde ich auf jeden Fall empfehlen, das als allererstes zu checken, weil wenn du dir das alles zurechtbaust und du investierst ja auch, du musst ja möblieren, du musst ja vielleicht einen Leerstand noch hinnehmen für die Dauer der Herrichtung und so weiter und du danach erst feststellst, dass es gar nicht zulässig ist, das wäre sehr, sehr ungünstig. Ne? Also von daher unbedingt vorher informieren, wo kriegt man das raus? Welche Behörden sind dafür zuständig? Wohnungsaufsicht oder wer ist das so, wenn man so... Oder wo das ist in aller Regel die Stadtseite, da findet man das schon, aber man findet es am allereinfachsten, indem man
Zweckentfremdungsverbot und dann seine jeweilige Stadt eingibt, beziehungsweise wenn dann dort nach Zweckentfremdungsverbot schon was vorgeschlagen wird und da die eigene Stadt dabei ist, dann auf jeden Fall die Finger von lassen. Also man kann prinzipiell sagen, dass alle Millionenstädte von einem Zweckentfremdungsverbot betroffen sind. Das ist, da gibt es keine Ausnahme. Überall dort herrscht Wohnraummangel und ja, genau, da findet es statt. Und dann haben natürlich die Bundesländer, also das ist immer eine Bundeslandentscheidung. Ne? Ein Bundesland kann die Setzung einer Zweckentfremdungs- und eines Zweckentfremdungsverbot erlassen. Und dann können die jeweiligen Gemeinden und Kommunen in diesem Bundesland dieses Gesetz für sich beschließen. So ist es zum Beispiel in Bayern, gibt es das Zweckentfremdungsgesetz. Das ist gültig für München, aber zum Beispiel nicht für Augsburg. Und deswegen kann man in Augsburg Kurzzeitvermietung anbieten und in München nicht. Zumindest nicht über die im rechtlichen Rahmen festgehaltenen Zeiten, aber die betreffen die Leute, die das als Business betreiben wollen, sowieso nicht, weil man darf 8 Wochen im Jahr vermieten, untervermieten, kurzzeitig. Das bedeutet also, die Studenten, die meinetwegen in den Semesterferien abhauen, können ihre Wohnung zur Verfügung stellen. Die Leute, die ihren Jahresurlaub machen oder 2-3 Mal in den Schulferien irgendwo hinfahren mit ihren Kids, können ihre Wohnung auch untervermieten. Dadurch entsteht dieser 8-Wochen-Puffer, den das Gesetz berücksichtigt, dass man halt wirklich seinen Wohnraum scheren kann, so wie das ja ursprünglich auch von Plattformen mal gedacht war. Man darf es halt auf jeden Fall nicht dauerhaft machen. Und das darf man dann halt zum Beispiel auch nur mit seinem Hauptwohnsitz. Okay, also Google ist dein Freund. Genau. Okay, perfekt. So, Kelvin, heute haben wir mehrere Themen. Grundriss und Einrichtung. Du hattest, glaube ich, auch schon was vorbereitet gehabt. Das heißt, du hast im Grundriss, glaube ich, schon mal dargestellt und so ein mal Gedanken gemacht, wie das Ganze aussehen könnte. Genau. Dann wollten wir das Ganze schon mal visualisieren, vielleicht schon mal Farben abstimmen. Mhm. So. Hast du was vorbereitet? Sí, claro. Ich zeige euch das Ganze erstmal. Ich würde jetzt mal meinen Bildschirm teilen und das freigeben, was ich freigeben möchte. Dann seht ihr das schon mal. Ich hoffe, es klappt, aber ich denke. Dann seht ihr den Grundriss der Wohnung. Ja, also hier fehlt jetzt noch eine Badezimmertür, das habe ich kurz auf knapp nicht geschafft, aber ansonsten ist das der stimmige Grundriss nach Maßen, die du fleißig ausgemessen hast. Genau, und ihr seht es hier, das ist halt perfekt für eine Kochnische, es wurde mit Sicherheit auch so konstruiert, dass hier die Küche nur hinkommen kann. Dann habt ihr hier eine Abstellkammer, wo wir uns nicht sicher sind, ob da jemals eine Tür war oder so. Jetzt gerade ist keine da, deswegen ist es auch offen. Das werden wir dann wahrscheinlich mit einem Vorhang abhängen oder eine andere Möglichkeit finden. Das hier ist das Badezimmer, das ist der Balkon und das hier ist dann sozusagen das Studio. Genau. Und jetzt könntet ihr Pause drücken und selber kreativ werden und überlegen, wie richte ich das jetzt hier am besten ein? Oder wir klicken einmal auf Möbel und dann seht ihr, wie ich es gemacht habe. Genau, also ich habe die Abstellkammer noch nicht weiter definiert. Also das wird mit Sicherheit ein Unterbringen von Reinigungsmitteln, von Staubsauger, Wischer und allem drum und dran für die Putzkraft werden und auch für den Gast, der gegebenenfalls Lust hat, mal durchzuwischen oder ihm ist was runtergefallen, er möchte schnell was wegsaugen, wie auch immer. Das wird dann alles hier stattfinden. Und eventuell, das muss man dann aber mal in live gucken, wie eng das hier richtig dann wirklich ist, ob man hier dann noch so eine Garderobe oder eine Kommode hinstellen kann für Leute, die länger bleiben. Das müsste man dann überlegen. Ansonsten, ja, können wir einfach mal reingehen. Das ist ganz cool gemacht. Dann kann man mal die Sicht sehen, wenn man von der Wohnungstür reinkommt. So. Und dann sieht man, so ungefähr sieht das dann aus. Das Bett ist hier auf der Seite. Hier ist der Balkon. Hier sind jeweils 3 starre Fenster. Das hat man im Video sehr gut gesehen. Ich weiß nicht, inwiefern die Leute das Video sich angeguckt haben. Ansonsten haben wir darüber auch letzte Woche gesprochen. Genau, das ist einfach, hier ist die Balkontür und dann ist da ein ziemlich großer Balkon für die Wohnung,
Da gucken wir dann vielleicht auch nochmal, was man rausholen kann. Die Sitzgruppe, ihr müsst wirklich kurz Rücksicht nehmen auf das Programm. Das hat nur circa 40 Möbelstücke pro Kategorie. Haben wir jetzt nicht ganz so viel Auswahl an Möbelstücken. Der Tisch selber, den würde ich mir nicht hinstellen. So, aber so im ganz Groben. Wir gucken mal von der Ansicht aus dem Bett. Hat man dann hier nochmal, ne, hier ist der Fernseher. Der wird an so einem Gelenkarm dran sein, dass man den auch hier hinschieben kann, damit man dann gerade vom Bett aus auch gucken kann. Die Stühle werden wahrscheinlich nicht so angeordnet sein, sondern der Stuhl wird hier stehen, an der Front und hier an der Front und dann vielleicht ganz an der Wand, je nachdem, mal schauen. Und hier ein kleiner Sessel. Das ist nämlich das Nächste. Ich habe überlegt, und das ist so super an so einem Grundriss, wenn man sich mal sowas aufzeichnet und virtuell einrichtet. Ich bin der festen Überzeugung gewesen, hier kommt auf jeden Fall ein Bett hin und eine Couch. Und das ist eine Schlafcouch und dann können hier vier Leute pennen und das ist alles ganz entspannt. Aber jede Schlafcouch ist mindestens 1,90. Also da kommt man kaum drum rum, außer man hat solche Dreier, die man dann sehr weit nach vorne ausklappen kann. Die sind dann vielleicht auch nur 1,60 circa, aber nehmen dann halt entsprechend so viel Platz weg. Und dieses Bett nochmal hier hingestellt, hätte man keinen Platz für eine Sitzecke gehabt oder für eine Sitzgruppe zum Essen. Und wenn das 1,90 wäre, dann wäre das ungefähr hier. Und man hätte keinen barrierefreien Zugang mehr zum Badezimmer gehabt. Deswegen wäre die einzige Möglichkeit noch gewesen, okay, wir packen die Couch hier hin und das Bett hier hin und dann hätte man wieder das Problem mit der Sitzgruppe. Also es gab keine einzige Verbindung, die man machen konnte, wo man nicht das Gefühl hatte, hier ist gerade alles nur so zusammengequetscht, dass man sich kaum bewegen kann. Und da wir ja kein Monteurzimmer vermieten, sonst könnten wir auch einfach 4, 5 Doppelstockbetten reinstellen und dann ist gut. Sondern eine Wohnung anbieten, die möglichst viele Zielgruppen attackiert und gleichzeitig aber sich auch ganz klar abgrenzt mit Konzept, mit Idee, mit Mission dahinter, habe ich mich dann dafür entschieden, ohne das abzusprechen, dass das ein Apartment für 2 Leute wird auf 26 Quadratmeter, ist, denke ich mal, das Schlauste, was man jetzt an der Stelle machen könnte, außer man zielt tatsächlich auf Monteure. Genau, ja, aber so viel mal zur Möblierung. Ihr seht es hier, also das hier ist eine kleine Klobürste, das ist ein Mülleimer, da wusste ich nicht genau, wo genau die Toilette ist, also das kann sich alles um ein paar Zentimeterchen verschieben, das ist nicht so fest. Hier ist aber das Waschbecken, das hier ist ein Spiegel, der verrutscht ist, der ist auch schon dran, also wenn man jetzt hier zum Beispiel mal hinguckt und sich das dann anschaut, dann sieht man das immer ein bisschen besser, wie das ungefähr gemacht ist. Also hier ist so ein Spiegel mit integriertem Licht und unten drunter dann der Badezimmer-Unterschrank, der natürlich auch nochmal eine andere Gestalt bekommt. Ach, man sieht es nicht ganz, man kriegt es nicht ganz drauf, die machen immer Hüfthöhe. Genau, hier einfach eine Duschkabine. Die nimmt ihren Platz weg. Das ist auch eine Einheitsgröße, Standardmaß. Da kann man von ausgehen, dass man da nicht viel sparen kann an Fläche. Und hier soll noch ein kleines Ablageregal hin für Handtücher, aber auch Kosmetikartikel. Irgendwie so Kleinigkeiten, die Leute mitbringen, wenn die ihre Waschtasche mitbringen, dass sie die da hinpacken können. Und unter dem Waschbecken selbst sind dann Hygieneartikel wie Toilettenpapier, Taschentücher, Ohrstäbchen zum Nachfüllen, wenn die oben alle werden oder so. Das ist dann alles für die Reinigungskraft oder wenn jemand einen sehr hohen Verbrauch hat, für den Privatnutzer auch gedacht. Ja, genau. So, da hätten wir dann so ungefähr das ganz, ganz grobe Konzept. Aber Kelvin, ich bin absolut bei dir. Wir haben 26 Quadrat, also das ist halt das Ding dabei. Ne? Das ist halt, wir haben ja von 26, muss ja abziehen, dahinter die Nische. Das sind ja bestimmt nochmal 1,5 Quadrat, die wegkommen. Ne? Dann hast du das Badezimmer. Ich weiß nicht, was wird das sein? 250 mal 250 oder so vielleicht. Ne? Also da hast du auf jeden Fall auch nochmal ein ganzes Stück.
Also es ist klar, wir haben halt hier, wir müssen sehr effektiv mit dem Raum umgehen. Das ist halt so. Das ist halt, wir haben davon nicht viel. Und wie du schon sagtest, wir wollen ja nicht jetzt wie so ein Internat oder wie so von früher von Jugendherbergen, ne? Da Betten arbeiten oder sowas, ne? Das soll schon ein bisschen was Gescheiteres sein. Deswegen, aber ich hatte erst auch die Überlegung gehabt, weil ich das Bett quasi, wie gesagt, vice versa, also einmal spiegelverkehrt tauscht mit dem Tisch, ne? Ja, man hat dann halt so ein bisschen das Problem, dass der Fernseher überm Bett ist, weil der Fernsehanschluss halt hier unten ist. Und dadurch hätte man halt wirklich nur die Möglichkeit, das Bett einmal, wir können es ja einfach mal machen, dafür ist ja so ein Programm auch gedacht, damit man das mal visualisieren kann. Wir hätten die einzige Möglichkeit, die uns noch bleibt, wäre hier das Bett hinzupacken. Und dann hätte man hier genau mit 1,60 abgeschlossen, hätte dann aber keinen Platz für ein Beistelltisch oder so, dass man mal was ablegen kann. Also bei mir wäre es die Brille zum Beispiel, ne, die man irgendwie nachts ja auch abnimmt und irgendwo hinlegen möchte. Und wir hätten das Problem, also das geht nur deshalb so, weil der Fernseher einfach hieran angebunden ist, wenn man Kabelfernsehen anbieten möchte. Also müsste man die rausnehmen. Ganz. Man könnte das noch smart lösen mit einer Truhe hier vorne, dass man hier vorne nochmal eine Ablagefläche schafft, dass eben sowas möglich ist. Und dann würde man genauso ungefähr spiegelverkehrt arbeiten. Dass es ungefähr so steht. Ja, aber hast du... Nee, ich bin bei dir. Also wie gesagt, man könnte das machen. Das wäre in Ordnung. Dann wäre der Zugang hier ein bisschen blöd in die Abstellkammer. Da müsste man immer rumrutschen. Auf der anderen Seite hätte man keine Nachttische. Also man hätte nicht diesen Platz gewonnen für die Nachttische irgendwie. Man müsste sich anders organisieren. Ja. Genau, nee. Deswegen habe ich mich am Ende dann nach vielem Hin und Her und Gucken und Schieben dafür entschieden, das doch anders zu machen. Genau. Ich hatte auch erst das Bett hier geplant, aber dann müsste man auf 1,40 gehen, was die Bettgröße angeht, und das ist dann doch sehr knapp bemessen, falls doch mal vielleicht Mutter und Kind übernachten oder so und das Kind halt einfach schon 14 ist und vielleicht nicht mehr so mit der Mutti kuscheln will oder mit dem Papa, genau, keine Ahnung. Das habe ich tatsächlich immer mal wieder in Leipzig zum Beispiel. Und dann hätte man es, den Sessel wieder zurück. Dann hätte man ungefähr den Ursprung wieder. Okay, ja, sieht schon ganz gut aus. Ich glaube auch, also das ist, ich hätte sonst jetzt auch keine andere Idee. Ansonsten, wenn ihr Ideen habt, gerne, ne? Also genau. Ich meine, die Küche ist ja vorgegeben, Badezimmer ist vorgegeben. Das heißt also, wir haben nicht so viele Variationsmöglichkeiten. Genau. So, und außer seitenverkehrt, also hatte ich jetzt keine andere Idee mehr. Ne? Du hast auch vor Kopf, hast ja auch viel Fensterfront. Dann hast du auch noch da neben dem Bett, wo jetzt quasi der Balkontisch steht, auf der Rückseite genau da ist der Heizkörper. Das heißt, da hast du auch keine Stellfläche. Genau. Also ich glaube, das ist wirklich schon das Effektivste und was am einzigsten oder am sinnvollsten ist, glaube ich, hast du schon, rausgesucht. Genau. Ich habe eine coole Tapete, damit überrasche ich dich jetzt wahrscheinlich auch. Wenn ich vorwand, dann bin ich gespannt. Siehst du das? Nein. Ah, mein Sharing-Screen wurde unterbrochen. Ich verstehe. Dann muss ich ganz kurz stoppen und nochmal aufmachen, weil ich nur eine Seite freigegeben habe. So. Ich sitze, ne? Oh! Was ist das? Das ist Kunst. ich habe lange überlegt, wie kann man das Ganze zu so einem Hingucker machen, dass es wirklich was Besonderes wird. Und habe viel rumgeschaut. Ich hatte noch eine andere Tapete im Hinterkopf, die ich auch sehr, sehr schön finde. Gucken, ob ich die auf die Schnelle finde.
Fände ich bestimmt. Das war jetzt Tapete? Ja, genau, das ist Tapete. Das hier. Das ist die andere Tapete, die ich sehr, sehr crazy finde. Aber das dann halt so Hingucker, ne? Also kann man sich vorstellen ungefähr, dass das Eindruck macht, wenn da was davor steht. Da hatte ich dann aber am Ende die Befürchtung, dass es vielleicht zu dunkel ist. Hatte ich gerade auch überlegt. Da ist sehr, sehr viel Schwarz drin. Ne? Das glaube ich, das könnte sehr, sehr schnell so Depri und zu dunkel sein. Genau, da müsste man dann viel mit anderen Highlights arbeiten. Da hätte ich jetzt gedacht, okay, geil, wenn du da jetzt ein altrosa Sofa nimmst und nochmal auf die Farben eingehst, die du eh schon hast. Aber ich habe keinen Platz für ein Sofa und ein Sessel alleine bringt den Hingucker nicht weg. Also da ist die, genau, das hatte ich noch im Kopf, aber das ist tatsächlich ist das das Schönste, was ich gefunden habe. Einzigartig, würde ich sagen. Und hat nicht jeder. Genau. Und was daran super ist, du kannst die Farben aufgreifen, die du hast. Altrosa passt super mit Gold. Super, super, super. Das bedeutet, man kann kleine Gold-Accessoires einbauen, überall mal. Irgendwann es nur die Griffe an der Küche sind oder so, dass man immer wieder auf diese Farben zurückkommt. Das hat ja das Farbkonzept auch an sich. Und wenn du hier mit Grün arbeitest, beißt sich das nicht. Einfach, weil es so verlaufende Farben sind. Und dann kannst du mit Grün nochmal einen Stich setzen. Dann machst du hier das halt mit dem Bett. Das ist dann grün. Und hat nochmal Accessoires auf dem mit Kissen, einer Tagesdecke etc. Und genau, du hast einfach die Möglichkeit, damit zu arbeiten. Da ist super viel los auf dieser Wand. Man sieht das ja. Es ist super aufregend irgendwie. Man guckt überall hin und entdeckt wieder was Neues und hat das Gefühl, das ist 3D und es sind verschiedene Materialien, die da aufeinandertreffen und so. Und der große Vorteil ist aber, du guckst, du legst dich ins Bett und du hast Ruhe. Du hast, du guckst auf eine ruhige Wand, du hast da im Hintergrund also Fernsehen, vielleicht mit Ambient Light oder so, und siehst das nicht mehr, was da los ist. Also sobald es dunkel ist und sobald man zur Ruhe kommen will, hat man die Möglichkeit und das ist aber ein Blickfang. Da werden Leute Fotos von machen. Das wird irgendjemand posten. Und man muss ja auch immer so ein bisschen gucken, wie kann man sich gut vermarkten. Und das beste Marketing ist das, was die Gäste von sich selbst aus machen. Und wenn Leute Fotos von deiner Wohnung machen und auch den Standort teilen oder sagen, wo sie gerade sind oder das anderen Leuten und Freunden empfehlen und zeigen und sagen, guck mal, was für eine krasse Tapete, wie geil ist das denn? Was ist das für eine Bude gewesen? Dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass die Bewertung gut ausfällt und die Sichtbarkeit massiv in die Höhe steigt und man dadurch einfach gute Buchungen generiert. Und das ist ja am Ende das, was wir wollen. Genau. Ich stoppe mal, damit ich den Leuten den Fokus wieder auf uns richte. Aber auf welche Wand würdest du es denn machen wollen? Würdest du es jetzt auch, wie auf dem Bild war, hinters Bett? Aber jetzt sagtest du was von Fernsehen, also das wäre jetzt die andere Seite. Nee, genau, hinters Bett. Und dann, wenn man Fernsehen guckt, abends hat man keine Wand, die ablenkt, sondern man sieht sie nicht in der Seite, man sieht sie nicht irgendwo, sondern man hat sie halt im Hintergrund und hat dann Ruhe, aber hat, wenn man reinkommt, erstmal so einen Blickfang. Wow, und was ist da los? Genau. Also gewagt, aber ja, hat glaube ich was. Also je länger ich mir das anguckt habe, umso mehr hat ich gefallen. Also am ersten Mal war ich froh, dass ich gesessen habe. Aber wie gesagt, nach 2-3 Minuten ist das dann doch irgendwie schon cool, ja? Ja, und man glaubt es gar nicht, ne? Also vielleicht, um einfach da auch ganz transparent mit allen umzugehen. Das ist ja am Ende, sagen die Leute, ja, das ist bestimmt auch eine Preisfrage oder so. Aber es ist tatsächlich gar nicht, weil diese Tapete kostet in der Größe, und die ist wirklich riesig, wenn man das mal sagen darf, ich will nicht lügen, aber ich glaube 90 Euro. Und das sind dreimal, also drei und ein paar zerquetschte mal 2,35 oder 2,50 sogar. Also man kann bis ganz hoch an die Decke gehen und man hat den Großteil der Wandlänge. Man braucht wahrscheinlich nicht mal so viel Länge. Man muss das mal ausrechnen, wie das mit der Nische ist, ab wann das dann gekappt ist. Das ist ja auf dem Grundriss, den du gezeichnet hast, ein bisschen
schiefgelaufen mit der richtigen Anordnung, dass ich nicht genau wusste, wo der Cut ist. Ich nehme mal an, der ist so bei 2,20 oder so. Und wenn man dann eine Tapete nimmt, die halt dann, also Abstellkammer braucht ja kein Hingucker mehr, dann ist man da so bei 75 Euro oder so. Und das ist, am Ende ist das auch ein Farbeimer. Ne? Also das darf man, also das muss man mal in Relation setzen und das ist schon cool. Also ich finde sowas immer beeindruckend, sowas zu sehen. Die Keck-Tapete von Amsterdam ist natürlich ein bisschen teurer. Die hat 300 gekostet für die Leute, die aufmerksam waren mit den Blumen. Ist aber auch einfach, ja, ist am Ende sowas wie Apple. Also Keck Amsterdam ist unter den Tapeten und gerade was so Modetrends und Pinterest und alles angeht, sind die echt Vorreiter und deswegen können die auch solche Preise verlangen. Aber man findet schon vieles Gutes, für nicht ganz so viel Geld. Genau. Okay, aber das wäre jetzt auch dein Favorit oder hast du noch nicht so ganz entschlossen? Weil ich fände das schon witzig. Also es kommt so ein bisschen darauf an, ob du sagst, puh, mir ist das mit dem Konzept total egal, mach einfach, wie du dich fühlst, weil dann würde ich das nehmen, weil mein Favorit ist tatsächlich altrosa, grün und ein helles Braun und dann kann man mit goldenen Accessoires das Ganze noch abtupfen. Dann würde die Tapete extrem gut passen, wenn wir jetzt sagen, okay, wir nehmen grün, senfgelb und dunkelbraun beispielsweise, wäre das ein bisschen zu catchy, zu anders. Dann würde ich wahrscheinlich auf eine andere Tapete umspringen, weil der Boden dann auch einfach dunkler wäre. Und dann müsste ich da nochmal gucken, was da besser passt. Aber genau, mein Favorit, also das wäre mein Favorit. Ich kann, wenn du möchtest, wenn ihr wollt, auch gerne nochmal Bett zeigen und so im Detail, was ich schon rausgesucht habe. Aber ich würde sagen, wir gehen dann einfach mal auf die Einkaufsliste ein. Und haben da vielleicht auch nochmal einen ganz guten Einblick. Aber Kelvin, also Einrichtung ist deins. Also wie ich gerade sagte, im ersten Moment habe ich gedacht, ach du Scheiße, darf man das sagen, ja, ne? Natürlich. Nach 8. aber wie gesagt, nachdem man sich das Bild oder einfach auf sich so wirken lassen hat, also im ersten Moment fand ich das so, war schon so ein bisschen... ja, nicht geschockt, geschockt ist das falsche Wort, aber ne, nicht mitgerechnet, nicht erwartet. Vielleicht ist das passendere Wort dazu. Und wie gesagt, nach 2-3 Minuten und auf sich wirken lassen, so ein bisschen setzen lassen. Doch, ich finde es cool. Also, es ist dein Part. Also, wir haben ja ganz klare unsere Trennung. Und die Inneneinrichtung ist deins. Also, das heißt letztendlich, wenn du sagst, das ist mein Konzept und das ist cool, dann ist das so. Aber wie gesagt, ich hätte überhaupt kein Problem mit der Tapete. Ne? Also. Ja, sehr schön. Wenn man das weiß, dann freut einen das doch. Also dann, ich gucke nur mal gerade, ob es schon irgendeine Resonanz gab. Nur falls wir jetzt wieder ins komplett andere Thema switchen, dass man vielleicht die Chance hat, auf irgendeine Impression einzugehen, aber ich sehe nichts. Dann. Kommentar dazu. Also. Vielleicht, ja, nee, aber ich meine, das Aussehen, glaube ich, tun wir. Also, wenn ihr dazu Meinung habt oder wenn ihr eine coole Tapete selber noch mal irgendwo gefunden habt, wo ihr sagt, das ist die Tapete, die ist sogar noch krasser und noch cooler, als die jetzt der Kelvin rausgesucht hat, dann zeigt uns die gerne, weil ich finde die echt cool. Ich würde die auch echt so, wie die alt ist, würde ich die auch quasi direkt nehmen. Ne? Aber wenn ihr was habt, was ihr meint, das besser passt, dann ja, postet gerne in die Kommentare rein. Spätestens bis nächste Woche muss es drin sein in den Kommentaren, weil dann kommen die nächsten Schritte. Wie gesagt, wir machen jeden Montag 20:30. Das heißt also, wenn ihr das jetzt im Real Life seht, wie gesagt, heute ist der 14. Ihr habt also noch Zeit. Postet es in die Kommentare. Und wird gerne ausgefallen, ne? Genau. Also das ist, man muss mit irgendwas herausstechen und das ist in den seltensten Fällen Bett. Küche oder zumindest bei so kleinen Wohnungen mit Küchen kann man auch sehr, sehr viel rausholen, aber in der Regel ist es tatsächlich, der Mittelpunkt sind dann immer die Wandgestaltungen. Ne? Also einfach, weil da am meisten passieren kann, weil es da nicht unbedingt auf die Größe der Wohnung ankommt, sondern auf die Größe der Wand. Und
Nee, ich denke auch. Also du normalerweise gehst ja mit sowas raus wie Größe, wie Luftigkeit, wie du sagtest, eine luxuriöse Küche vielleicht. Keine Ahnung, wenn du jetzt eine Außenlage hast mit einem Whirlpool, mit einer Sauna und so weiter. Aber das alles haben wir, wie gesagt, wir reden über 26 Quadratmeter Wohnraum. Also das heißt, wir können ja nur mit solchen pfiffigen Ideen, mit solchen herausgestochenen Designkreationen, glaube ich, punkten. Vielleicht das Ganze so schlüssig aufeinander abgestimmt, also dass das alles so ein Gesamtbild abgibt, ne? Sowas in der Art, glaube ich, auch. Aber mehr hast du ja nicht. Also genau. Wir haben nicht mehr. Ja. Ne? Erstmal, das ist ja das erste Projekt. Vielleicht folgt ja noch was Größeres. Genau, ich zeige euch einfach mal meine Einkaufsliste. Ja, hier ist mein Branding. Ist die Einkaufsliste für neue Wohnungen immer mal grob. Man weiß ja immer nicht, was man bekommt. Hier sind schon ein paar Links dahinter, damit so ein paar Sachen, die man einfach schon festsetzen könnte, klar sind. Und dann sieht man ja, genau, von Verbrauchsmaterialien bis über die verschiedenen Wohnräume. Ich habe mich jetzt hier auf Essen mal spezialisiert, deswegen Schlaf, Wohnzimmer, Badezimmer, Flur und Küche, Balkon natürlich auch. Mehr ist es nicht. Und dann können wir einfach mal gucken. Dann zeige ich dir mal das Bett. Es ist ein wunderschönes Bett. Lass dich von dem Preis nicht irritieren, da kriege ich Sonderrabatte. Mhm. Das Coole an dem Bett ist, dass du unten drunter Stauraum hast. Das ist bei normalen Boxspringbetten nicht der Fall. Mhm. Das macht das super attraktiv, weil da kann Ersatzbettwäsche drunter liegen. Da kann aber auch noch eine Decke, eine zusätzliche liegen, falls jemand sagt, oh, mir ist so kalt. Oder da können halt beispielsweise auch Dekokissen oder Tagesdecke Platz finden drin. Ne? Also. Ich glaube, Platz ist bei uns da mit der Größe ja nicht verkehrt. Ne? Also der Stauraum on top ist auf jeden Fall eine gute Sache. Genau. Genau. Und das ist einfach, das ist ein solides Bett. Das wird in Deutschland gefertigt. Es wird immer auf die Bestellung gefertigt. Das ist keine Massenserie. Es ist sehr hochwertig. Und das ist am Ende nur das, was du letztens erwähnt hattest, wo du auch gesagt hast, jeder Schaden, jeder Mangel, ne, wenn es zum Inventar dazugehört, was man vermietet. Ich habe auch immer den Anspruch in meinen Wohnungen, dass ich möglichst nicht nochmal was verändern muss, sondern dass das so, wie es ist, jetzt x Jahre laufen kann. Bis halt wirklich so ein Schaden dran ist, dass ich sage, okay, das muss jetzt raus. Mhm. Und deswegen sehe ich immer davon ab oder gerne davon ab, da was ganz Günstiges zu holen. Und da wir jetzt wirklich mit Farbkonzept und richtig arbeiten und nicht irgendwie uns die erste Wohnung zusammensparen müssen und damit Minimalbudget rangehen und eBay-Kleinanzeigen durchjagen und durchforsten müssen, habe ich das einfach mal in den Raum gesetzt. Und vor allem ist es nicht von diesen Geschäften mit diesen vier Buchstaben, ne? Ich glaube, wo kommen die her? Irgendwo Schweden oder so, die Ecke. Ich sehe gerade, ich habe Kelvin verloren. Der ist gerade aus dem Stream rausgefallen. Ja, der ist weg. Also, dann übernehme ich mal kurz. Also, Kelvin, müsst ihr vielleicht wissen, der hat ja seinen Podcast und da hat er auch mehrere Folgen dazu, welche Sachen super bei IKEA gehen und welche super bei IKEA irgendwie total gut funktionieren. Aber ich bin da irgendwie allergisch gegen. Ich bin, sagen wir mal so, ich mag den Laden nicht besonders gerne. Das ist, glaube ich, noch die netteste Ausdrucksweise, die mir dazu aktuell einfällt. Und von daher, das hatte ich Kelvin auch schon im Vorfeld gesagt gehabt, dass wenn er irgendwie vorhat, irgendwas von einem Laden namens IKEA zu besorgen, dass ich da garantiert raus bin. Ich glaube, ich gehe so alle 5 Jahre vielleicht mal dahin. Und das reicht mir auch in der Regel für nochmal 5 Jahre. Deswegen hat er sich anscheinend jetzt da auch das angeguckt. Kelvin, du bist gerade rausgeflogen. Ich sehe gerade, du bist jetzt übers Handy drin. Ja, mein Laptop hat versäumt, mir zu sagen, dass er Durst hat. Er lädt auf.
Und wir hüpfen gleich wieder rüber. Ich mache mal den Querformat und mache es einfach jetzt mal improvisiert. Nee, das ist zu niedrig. Aber passt, ist in Ordnung. Wir sind ja live, ist alles gut. Ne? Okay, ihr merkt, ich Und ist bin noch auch. kein Live-Profi, aber ich gebe mein Bestes. Nee, genau. Also ich habe ja schon ein bisschen mitgehört jetzt, dass du schon gesprochen hast. Ich empfehle euch allen tatsächlich. IKEA hat fantastische Sachen, gerade wenn es um Leuchtmittel geht, gerade wenn es um Deko geht, um sowas wie Duftkerzen oder sonst irgend so ein Schladderadatz, was man meistens unten findet, nach dem langen Rundgang. Und es gibt tatsächlich auch das ein oder andere ganz schöne Bettgestell oder sonst irgendwas. Oder wenn man einfach nur für die Reinigungskraft einen Schrank braucht, wo ein Lager ist, im Treppenhaus oder im Keller oder sowas, alles total in Ordnung. Aber ihr, ich, Christian und jeder andere Mensch auf dieser Welt erkennt sofort, wenn etwas aus IKEA ist. Und wir wollen ja, dass wir in eine Wohnung kommen und denken, oh, schön. Oh, und nicht denken, oh, das habe ich auch. Oh, das ist aus der und der Serie. Oder das ist doch auch von IKEA, oder? Also achtet da ein bisschen drauf, dass ihr euch so abhebt, weil IKEA ist für alle die erste Wahl, wenn es um Wohnung einrichten geht. Und wir wollen ja ein Erlebnis schaffen. Ne? Und einfach auch was mit Wertigkeit zu tun hat. Also jeder, der ein Kallax-Regal schon mal gesehen hat, der weiß, dass man das einmal aufbaut. Wenn man Glück hat und vorsichtig ist, auch noch ein zweites Mal. Und beim dritten Mal, das ist dann schon schief. Nicht mehr in Waage und sieht auch dementsprechend aus. Genau. Und deswegen habe ich einfach von Anfang an nach anderen Sachen geguckt. Jetzt auch in der Zusammenarbeit mit Christian. Einfach, ja, weil ich weiß, dass Qualität einfach ein bisschen mehr Substanz hat und man gerade bei Sachen, die man eh bezahlen muss. Ne? Also ein Bett kostet auch bei IKEA so 300 € würde ich mal sagen, ungefähr. Wenn man dann noch eine gute Matratze holt, ist man auch bei 850 oder sowas. Und wenn man dann überlegt, ja, okay, bezahle ich 150 € mehr und habe ein komplettes Bett, brauche keine extra Matratze mehr und das ist ein gut gefertigtes Manufakturbett oder so und das ist ein Boxspringbett, das hält einfach auch wirklich länger. Es hat Hotelbettenqualität. Und das Wichtigste bei uns im Business ist ja tatsächlich die Übernachtung. Ja? Und Schlaf ist das Wichtigste. Also sollte man weder an Bett noch Matratze sparen. Es sollte möglichst nicht quietschen, es sollte nicht knarzen, es sollte nicht den Eindruck erwecken, dass man unruhig schlafen muss, weil man Angst hat, dass eine Latte bricht oder so. Also deswegen. Und deswegen lege ich da mittlerweile auch sehr, sehr großen Wert drauf. Bin ich absolut bei dir. Also ich finde auch, genau wie du schon sagtest, die beiden Sachen ist genau das Ding dabei. Du hast einmal nicht dieses 0815, ne? Weil IKEA ist nun mal dieses 0815. Das hat man überall gesehen. Selbst wenn du die Sachen nicht hast, du kennst jemanden, der die Sachen hat, du hast sie in Prospekten gesehen, du siehst sie überall, die Sachen. Ne? Das heißt, wie gesagt, wie wir gerade schon sagten, wir haben keine besondere Einrichtung. Wir hatten kein Jacuzzi auf dem Balkon stehen, ne? Wir haben keine Sauna im Keller oder wie auch immer. Das heißt also, wenn du da jetzt, ich sag mal, alles so aus dem IKEA-Katalog hättest, sähe jetzt sehr, sehr, sehr bescheiden aus, fände ich, ne? Und das Zweite, absolut, absolut bin ich auch bei dir, Kelvin. Ich finde auch, IKEA hat aus meiner Sicht eine, wenn einfachere Qualität. Das heißt also, die Haltbarkeit ist ein Thema. Und erst recht, man muss ja gucken, wir gehen davon aus, was er Kurzzeitmiete, ich glaube, Kevin hat es gesagt, irgendwie 3 oder 3,5 Tage ist so der Durchschnitts Slot, den jemand bucht. Das heißt, du hast halt viel Wechsel da drin. Und dadurch kann natürlich auch sein, dass du halt eine andere Abnutzung hast, als wenn du es zu Hause halt nutzt. Und wenn man dann halt, wie gesagt, so Standardsachen hat, die halt irgendwie 0815 aussehen, eventuell auch nicht in Haltbarkeit gut sind, wir haben auch Handwerker bei uns im Betrieb und wir sagen immer, wenn das Günstige kaufst, das ist zu teuer, das können wir uns nicht leisten, sagen wir uns immer. Wir können keine billigen Sachen leisten, weil du kaufst ja erst billig und dann kaufst du das Richtige. Ne? Also ist unterm Strich teurer. Deswegen sagen wir immer, wir können uns die billigen Sachen nicht leisten, weil wir für uns zu teuer sind. Ne? Und was noch dazu kommt, ist,
wenn du noch überlegst, dass die Sachen ja noch vielleicht dann entsorgt werden müssen, die müssen noch aufgebaut werden, abgebaut werden und so weiter. Das heißt also, du hast eventuell dadurch auf jeden Fall einen Mehraufwand in Sachen Manpower. Du hast Entsorgungskosten dabei. Du hast eventuell noch dadurch Leerstand, weil du vielleicht für eine Woche lang, bis das neue Bett geliefert wird, kein Bett hast. Das heißt, du kannst eventuell das auch gar nicht vermieten. Wenn du das alles dabei siehst, deswegen haben wir bei uns den Spruch, wo wir sagen, also billig können wir uns nicht leisten. Das ist so, was bei uns immer gesagt wird. Wir haben kein Geld für billig. Wir können nur vernünftige Sachen kaufen. Weil letztendlich zahlst du mehr als das Doppelte dafür. Das ist so unsere Erfahrung dabei. Und von daher, ja, passt. Genau. Ja, und für alle diejenigen, die wissen wollen, wie man so fette Rabatte bekommt auf so tolle Sachen. Also, ihr habt es ja jetzt gesehen, es kostet eigentlich 1.800, ist gerade im Angebot und kostet 1.600. Und ich kriege das Bett, so wie es da steht, ungefähr für 1.000. Also wir sparen da nochmal eine gute Stange Geld. Und kommen am Ende dann bei IKEA preislichen ungefähr hin, zahlen vielleicht einen Ticken mehr, haben aber auch was, was erstens nicht jeder hat. Und das ist super spannend, das erzähle ich euch auch gerne mal en Detail, wenn ihr euch bei mir meldet. Für jeden Gast, der in diesem Bett schläft und eine unvergessliche Nacht verbracht hat und sich denkt, boah, dieses Bett will ich auch haben, kriegen wir 100 Euro. Also jeder Gast, der dieses Bett bestellt, bringt uns nochmal zusätzlichen Cashflow und damit auch wieder eine bessere Rendite. Ne? Und wenn man nur mal überlegt, dass ich habe jetzt in Katlenburg, ist ganz gut, solche Erfahrungswerte auch mal zu machen. In Katlenburg ist die durchschnittliche Aufenthaltsdauer jetzt ungefähr nach einem Monat, nach anderthalb Monaten, eine Nacht. Also ich habe ganz, ganz selten Leute, die 2 Nächte oder länger bleiben. Das ist jetzt eine Firma, aber das ist auch nur, die hat die Wohnung angemietet und die Arbeiter rotieren. Also da sind auch Gästewechsel, trotz dass die sie angemietet haben. Und das bedeutet, meine Reinigungskraft muss jeden Tag oder jeden zweiten, je nachdem wie die Auslastung ist, rein, Betten beziehen, neu machen, alles vorbereiten. Auch das nimmt ja auch. Das strapaziert ja auch die Matratzen, wenn viele Gästewechsel da sind, wenn viel los ist. Deswegen bin ich ganz froh über so ein Bett. Und naja, wenn man jetzt mal hochrechnet, ich habe in Leipzig bei 3 Nächten Aufenthalt ungefähr im Jahr 300 Gäste pro Wohnung. Und wenn nur 1% davon kauft, oder nur 10% sich das Bett angucken und 1% von den 10% kauft, haben wir trotzdem im Jahr zusätzlich noch Geld verdient und das Bett rentiert sich spätestens nach 3 Jahren völlig von selbst. Also, ne, das ist auch immer ganz spannend, sowas dann mal zu beobachten, solche Deals und solche Möglichkeiten gibt es noch ein paar mehr. Das ist natürlich auch für die Marken immer eine super Gelegenheit. Ne? Wo kann man denn schon mal wirklich ein Bett barrierefrei testen, bevor man es sich zu Hause holt? Also klar kann ich bei IKEA die Matratze mal Probe liegen und mal gucken, ob es knarzt. Aber wer weiß denn schon, ob das extra verleimt ist oder sonst irgendwie, dass es eben nicht knarzt. Und so richtig drauf geschlafen hat man dann auch nicht. Ich weiß nicht, wie das ist. Deswegen finde ich das immer, gerade bei Betten ist das eine super Werbung, wenn dein Bett gut ist, für die Marke, die für das Bett verantwortlich ist. Ja, das sind Insights, aber ich glaube, das ist spannend, wenn wie Kelvin dann vielleicht schon mehr als 1, 2, 3 Wohnungen hast, wo dann auch ja, was auch dahinter steckt oder sowas. Ne? Aber ja, klar, warum nicht? Dann hast du ja quasi das Bett immer alle 3 Jahre umsonst, weil wenn du durch Empfehlung damit arbeitest, ist es durchaus cool. Ja, aber warum denn nicht? Also ich meine, wenn die Optionen ja bestehen, kann man ja durchaus gucken, dass man da eine Empfehlungsmarketing halt macht. Ne? Ja, wenn man das ja getestet hat. Ne, wenn man weiß, dass es ein gutes Bett ist, wenn es funktioniert, ist doch prima. Ne? Kelvin, was haben wir noch heute zu besprechen? Ich bin ja vorhin aufs Farbkonzept schon eingegangen. Ich guck mal, ich versuche mich mal wieder über meinen Laptop einzuschleichen.
Genau, vielleicht kann ich kurz in der Zwischenzeit überbrücken. Also Genau. wir haben aktuell Vorhänge drin. Da hatten wir überlegt gehabt, ob man die nicht behalten könnte. Die würden vom Parkkonzept her dem Calvin, ja, ungefähr dem Calvin entgegenkommen. Wäre vielleicht nicht seine sofortige erste Wahl gewesen, aber sind schon vorhanden. Da sind eigentlich solche Verdunklungsrollos. Ich weiß, wie du das Videorundgang schon gesehen hast, da sieht man es ja ziemlich deutlich. Jetzt war so die Überlegung, soll man das mit einarbeiten, mit einfließen lassen oder halt nicht? Ne? Ich persönlich habe immer so bei sowas, da schlagen so zwei Herzen in meiner Brust. Wir haben so oft, wo wir Möbel halt haben, wenn jemand auszieht, wo ein halber Hausrat entsorgt wird einfach. Ne? Sperrmüll, kleingeschlagen. Wir sagen den Leuten immer noch, geh mir nichts bei eBay Kleinanzeigen und sag dazu verschenken rein. Es gibt Leute, die brauchen sowas. Und die Sachen sind meistens nicht kaputt. Ne? Deswegen habe ich ja so einmal natürlich halt so den Gedanken dabei, man muss da Sachen, die halt nicht kaputt sind, nicht wegschmeißen. Ne? Andererseits ist halt aber auch so, wenn man natürlich bei Farbkonzept ist, ist die Frage, ist das denn mit einzuarbeiten oder ist das überhaupt möglich einzuarbeiten? Ne? Und das war jetzt quasi die Aufgabe für Calvin, sich damit zu beschäftigen. Hast du was dazu finden können, Calvin? Zu den Rollos. Können wir die behalten oder wie ist deine Meinung dazu geworden? Es ist jetzt schwierig, die genaue Farbe zu sehen. Und vielleicht wäre es auch mal praktisch zu sehen, wie es aussieht, wenn es unten ist. Ob das irgendwie schlampig, zusammengewurstelt. Also ne, man kennt das selber. Es gibt Sondermaße, ne, und ich habe die auch nicht aufgemacht. Ich weiß nur nicht, ob die funktionieren. Wie du auch sagst, die könnten Flecken haben, die können kaputt sein. Habe ich nicht alles nicht gemacht. Ich habe die einfach so, wie die halt da sind, gelassen. Also ist auch vielleicht nur Deko. Genau, ne, also das, was ich, Deko ist nicht schön. Also das ist keine schöne Deko. Aber was ich mal hatte, das war ein bisschen unglücklich, weil eigentlich war es total cool. Aber da hat jemand Sondermaß nicht hören wollen und hat halt einfach noch ein Rollo dazu gekauft, was dann am Anfang und am Ende von Rollo 1 und Rollo 2 einfach so schön überlappt, weil er sich das Geld gespart hätte, anstatt ein Sondermaß zu bestellen oder so. Und ich habe noch keine genaue Vorstellung, wie das aussieht, wenn alles unten ist. Wenn das irgendwie cool aussieht oder es sah ja auf jeden Fall nach einer nicht ganz so alltäglichen Rollo oder Gardinen-Sache aus. Ich finde tatsächlich, habe ich jetzt auch in Katlenburg festgestellt und auch im Thomaskirchhof, es kommt immer so ein bisschen drauf an, wie die Möglichkeiten sind, aber ein Vorhang sieht in der Regel immer besser aus als ein Verdunklungsrollo. Auch wenn ein Rollo meistens durch das Spaltmaß dunkler macht, macht es eine Gardine immer gemütlicher. Ist ganz komisch, warum das so ist, aber es ist so. Okay. Deswegen habe ich auch Gardinen genommen im Bild, in der virtuellen Möblierung, um einfach mal zu gucken. Und es ist ja tatsächlich ganz praktisch, auch um einfach vielleicht dann alles abdecken zu können, ohne Sondermaße zu brauchen. Ich weiß jetzt nicht, das sind ja keine Öffnungen, ne? Du kannst die Fenster an der Seite nicht öffnen. Wie das dann ist mit Rollo anbringen, wie das mit den Maßen ist. Deswegen, da wollte ich jetzt nicht zu tief in die Kalkulation reingehen. Erstens, weil da noch was hängt und ich die Farbe noch nicht genau abstrahieren konnte, ob das mit Altrosa matchen würde oder überhaupt das so ins Farbbild passt. Und weil ich nicht wusste, wie die ausgerollt aussehen. Okay, ja. Farben, waren jetzt schon die Sachen, die gezeigt hast, schon letztendgültig oder wie sieht das Konzept aus? Ich guck mal, ob ich das Trello-Board gerade offen habe. Ja. Also ich habe bei uns im Trello-Board geschrieben, also ich habe zum Beispiel in Leipzig mit Senfgelb, dunklem Braun und Grün gearbeitet. Ich muss sagen, in Rücksprache mit meiner Freundin auch festgestellt, das ist meine Lieblingskombi. Also ich mag Senfgelb sehr, sehr gerne, weil es so ein warmer Farbton ist und so ein bisschen gemütlich das Ganze macht. Und ich mag die Kombination einfach mit Dunkelbraun, Grün
und Senfgelb. Und dann kann man immer noch ein bisschen Grau mit hinzufügen und ist ansonsten relativ frei. Man matcht gut mit Zimmerpflanzen. Genau. Und um mich davon mal zu befreien und mich selber zu challengen, um es mir nicht so einfach zu machen, weil ich habe ja jetzt nun schon 3, 4 Wohnungen eingerichtet, bin ich von diesem Konzept so ein bisschen runter und habe überlegt, okay, was passt denn noch ganz gut? Und bin halt auf Altrosa, Grün und ein helles Braun mit Goldakzenten gegangen. Ansonsten könnte man tatsächlich noch machen Anthrazit, Rot und Grün. Könnte auch mit Anthrazit, Rot und Gelb arbeiten oder Grün und Gelb. Dadurch, dass man in der Regel Pflanzen drin hat, hat man eh immer Grün. Dadurch, dass man in der Regel Holzfußboden hat, hat man immer Braun. Deswegen sind das halt so No-Brainer. Das funktioniert eigentlich immer. Gerade auch im Badezimmer ist Holzoptik immer super, weil es das Ganze auch nochmal ein bisschen wärmer macht, weil es ja ganz oft, zumindest auch bei mir in den Wohnungen, immer hochgefliest ist. Und man hat so, wenn man Glück hat, so einen ganz schmalen Streifen Tapete oben. Und sonst ist es gefliest und es ist halt in den allermeisten Fällen weiß gefliest und nicht ein anthrazitfarbener Boden und dann schöne, ne, das ist halt jetzt in den neueren Wohnungen so, große Fliesen, schöne Sachen, da braucht man dann nicht mehr ganz so viel Wärme reinbringen, weil das einen an sich schon nicht so hektisch ist, aber wenn man dann mit Bambus arbeitet oder Holz an sich, ist das immer nochmal sehr, sehr gut im Badezimmer und deswegen. Also ich wäre persönlich, wenn du mich jetzt fragen würdest, sehr überzeugt von Altrosa, Grün und einem hellen Braun als Boden. Könnte man auch gucken, dass man vielleicht beim Boden sogar ins Grau geht, dass man da mal guckt, ob das edel aussieht. Das müsste man dann mal rumprobieren. So. Genau. Und dann halt einfach die Farbakzente in Gold hält. Und dann einfach guckt, dass es jetzt nicht zu viel Gold ist, also dass jetzt nicht die Stehleuchte komplett Gold ist und dann die Arbeitsplatte komplett Gold ist und dass man da irgendwie auf einen russischen Oligarchen anspielt, aber dass man so kleine Farbakzente aus der Wandtapete beispielsweise nochmal wieder überall hinholt. Okay, dann lass uns überraschen auf jeden Fall nochmal. Cool. Letztes Stichwort hast du noch genannt, die Einbauküche. Oder halt, ja, Einbauküche hört sich so groß an. Also da kommt ja so ein Element nur da rein. Momentan ist so eine Pantry-Küche da. Also dieses Element, wo man typischerweise mal 2 Unterschränke hat, wovon einer immer der Kühlschrank ist. Hat man so 2 Plattenkocher oben drauf, die schon direkt eingebaut sind, direkt im Kochfeld mit drin, direkt übergeht zur Spüle. Und darüber ist noch ein Hängeschrank aktuell. Mhm. Was machen wir da? Da hast du bestimmt auch schon eine Idee zu, oder? Also da wäre tatsächlich wahrscheinlich die schlauste Variante, zu Ikea zu gehen. Wegen Ersatzteilen einfach und weil die Küche wahrscheinlich nicht ganz so hart belastet wird, aber da müsste man dann mal gucken. Vielleicht hast du auch eine bessere Alternative in Essen. Wer weiß. Ich meine, du hast ja auch viele Wohnungen. Vielleicht arbeitest du da mit einem Küchenstudio zusammen oder so. Ich persönlich da wir jetzt keine Familie da drin haben. Ja, das ist jetzt schon mal klar, das ist ausgeschlossen, beziehungsweise wäre es dann eine ganz kleine Familie mit einem Baby in einem Kinderreisebett oder so, würde ich mal darauf abzielen, dass wir auf einen Geschirrspüler verzichten. Auf der anderen Seite fände ich aber einen Backofen zum Beispiel essentiell. Also vielleicht kann man das auch lösen, indem man es gibt ja mittlerweile so Mikrowellen, die auch eine Backofenfunktion haben oder so. Ne? Das ja, sind dann solche kleinen Sachen. Die kann man dann vielleicht oben hin platzieren. Dann kann man auf so einen riesigen Backofen verzichten. Aber so eine Funktion irgendwie, dass wir sowas im Hinterkopf behalten, weil es gibt extrem viele Geschäftsreisende und ich kann nicht genau sagen, warum, aber die dann schnell noch nach einem langen Messetag einfach bei Rewe halten, sich eine Tiefkühlpizza schnappen und die halt zu Hause reinschmeißen. Und dann Ruhe haben, weil sie keinen Nerv haben, nochmal irgendwo essen zu gehen oder so. Jetzt mit Corona eh ein bisschen schwierig, irgendwo essen zu gehen. Mhm. Oder auch gerade, weil du ja das letzte Mal sagtest, da entstehen jetzt Neubauten, Gewerbeeinheiten, da kommt jetzt was Neues hin. Die Aldi-Zentrale, irgendwie sowas hattest du gesagt, ne? Genau, also Aldi Nord, der blaue Aldi, die Zentrale von denen ist in Essen.
Die entsteht jetzt da, ich glaube, 800 Meter Luftlinie oder sowas mit dem Auto, ich glaube, 4-5 Minuten weg. Genau, richtig wieder gebaut. Und was halt damit ist, dadurch, dass es halt viel Logistik ist, kommen halt direkt mehrere Sachen dahin. Schenker, glaube ich, macht jetzt da Neubau hin. Also mehrere Firmen, die halt mit quasi, ja, nicht Subunternehmer von Aldi, aber halt sehr, sehr nah mit denen halt verbündelt sind. Ich glaube, jetzt bauen da noch 5 oder 6 weitere Bauten, kommen jetzt auch da direkt daneben hin. Genau. Richtig, ja. Und dadurch hat man eventuell ja auch mal den ein oder anderen Monteur oder Projektleiter oder wie auch immer. Ne? Da geht es ja auch die Reihe nach oben, die Treppe von der Preisrange. Mal gucken, was wir dann ansetzen. Die finale Preisrange kann ich tatsächlich erst geben, wenn die Ausstattung komplett klar und fix ist. Also auch wenn wir wissen, was in der Küche drin ist und alles. Aber so prinzipiell, die machen sich einfach immer gerne schnell was warm. Irgendwie. Ne? So, deswegen wäre so eine Aufwärm-Back-Funktion immer super. Und ansonsten reicht ein Kühlschrank mit so einem Gefrierfach. Also muss jetzt kein Unterbau sein, kein Riesenkühlschrank oder sonst irgendwas. Das reicht völlig. Und ja, ich glaube, man kann tatsächlich auch einfach zwei statt vier Herdplatten, also dass man so ein kleines Ding, entweder stellt man es hin, ne, stellt man es auf so eine Arbeitsplatte, so ein Elektro, was man dann einfach reinsteckt, das kann man machen, oder man baut es halt einfach schon ein, würde so ein Kochfeld mit zwei Platten, nehme ich mal an, für 99% passen. Du, denke ich auch, weil das heißt ja, du hast ja, also die Vierplattenkocher machst ja normalerweise wieder, wenn du drei Sachen mindestens gleichzeitig zubereiten musst, ne? Das wirst du da ja sehr wahrscheinlich nicht machen. Also mich würde es wundern, wenn da mal überhaupt mal zwei Platten gleichzeitig angemacht werden oder sowas. Kann ich mir echt schwer vorstellen. Ich glaube eher, schon wie du sagtest, wahrscheinlich wird es eher dann dabei sein, dass man sich Tiefkühlzeugs irgendwie in den Ofen schmeißt oder Mikrowelle was reinschmeißt. Du wirst da, glaube ich, nicht anfangen, irgendwie mit drei Töpfen zu hantieren. Ne? Das kann ich mir echt nicht vorstellen. Also wie gesagt, klar, vielleicht ist ja auch so ein Feinschmeckerkoch dabei oder sowas, kann durchaus passieren. Aber ich hätte jetzt auch vom Gefühl her gesagt, also so eine Zweiplattenkocher reicht allemal. Ich vermute, das Spülbecken muss nicht allzu groß sein. Ne? Spülmaschine wird eng. Ne? Wir haben ja alles nur keinen Platz. Ne? Daher weiß ich nicht, ob man, selbst wenn du die schmal nimmst, die 45er, selbst das, weiß ich nicht, ob das hinhauen wird, weiß ich nicht. Müsste man auf jeden Fall sehr genau nachmessen, sehr mit einem dünnen Bleistift mal nachrechnen, sehr spitz muss der sein. Ne? Der Kühlschrank hat ungefähr 60, ne? Ungefähr. Ein normaler hat 60, es gibt auch schmalere. Du kannst auch da, ne, auch da gibt es schmalere, dann wirst du aber immer außergewöhnlicher, das heißt Sondermaß, heißt ja Sonderpreis. Die haben halt auch Sonderverbräuche. Ne? Ich weiß, in einem unserer Büros haben wir einen 50er drin, deswegen weiß ich das. Der hat, glaube ich, dreimal so viel gekostet wie der reguläre. Verbraucht wieder fünffache oder sowas, ist immer zu klein. Also deswegen, das ist halt, ne, machst halt nur, wenn du nicht anders kannst. Ja, ja. Da würde ich was ganz Normales nehmen. Ja. Einfach einen ganz stinknormalen Kühlschrank. Ja, wie gesagt, es gibt sowas wie Tischgeschirrspüler, ne, die man halt einfach auf die Arbeitsplatte stellt, aber auch da braucht man den Platz für. Und in der Regel hat man da dann lieber den Platz, den man nutzt für Kaffeemaschine, Wasserkocher, ne, einfach für diese Sachen. Das ist immer ein bisschen angenehmer, als da irgendwie auf engstem Raum oder alles in die Schränke packen und die Leute müssen sich das dann selber runterholen oder so, dass da auf sowas würde ich verzichten, dann lieber ein bisschen mehr Platz lassen und dann noch ein Teeregal, dass da ein bisschen Tee steht, eine Kaffeemühle, dass man ganze Kaffeebohnen benutzen kann, dass man hochwertigen Kaffee hat. Das sind übrigens jetzt so ganz kurz vor knapp noch einer der für mich wichtigsten Tipps. Versetzt euch rein und überlegt euch, mit welchen drei Dingen ihr jemanden sehr glücklich machen könnt. Tipp Nummer 1, jemand, der irgendwo schläft, will gut schlafen, also gut schlafen. Gute Matratze, hochwertiges Bett, irgendwie sowas. Tipp Nummer 2, jemand, der morgens aufwacht und einen anstrengenden Arbeitstag vor sich hat oder so, möchte in der Regel einen guten Kaffee oder einen leckeren Tee trinken.
Also davon immer genügend da haben, viel und hochwertig. Das ist zumindest meine Herangehensweise. Damit bin ich jetzt auch noch nicht ganz falsch geflogen. Und Tipp Nummer 3 ist, jemand, der abends müde nach Hause kommt, würde am liebsten seine eigene Serie weiterschauen. Deswegen Smart TV, am besten Netflix schon vorinstalliert haben, dass die Leute möglichst barrierefrei einfach anmachen und abschalten können. Ja, ja, ist doch immer was dran. Bin ich absolut bei dir. Hast du absolut recht, ja. Genau. Gute Tipps, vielen Dank dafür. Aber eine Sache habe ich noch wegen Küche. Ich finde Küche, ich habe sogar auch Erfahrung mit IKEA-Küchen. Wir haben auch viele Küchen, die mit bei uns in Objekten verbaut sind. Wir haben oft, wenn Wasserschaden haben, dass wir in der Küche, läuft ja meist der Wasserstrang, der über die Geschosse geht, dass dahinter die Küche abgebaut werden muss. Ich persönlich bin der Meinung, bei IKEA bist du so ein bisschen ein kleiner Junkie. Du hast zwar den Vorteil, dass du sofort alles mitnehmen kannst. Ne? Wenn ich jetzt in Küchenstudio gehe, in der Regel, die sagen ja alle, ja, wenn du Glück hast, in 4 Wochen, wenn du fährst, in 8 Wochen ist die Küche da. Ne? Obwohl es ja eben, weiß nicht, nur 3 normale Schränke sind, die jetzt in der Küche brauchen oder so. Ne? Bei IKEA hast du den Vorteil, du gehst in ein Regalsystemfach und dann ist im Regal so und so, holst du die Kartons raus und kannst sie mitnehmen. Ja, aber dafür hast du auch noch ein bisschen Spaß beim Aufbauen danach. Ne? Also, wie gesagt, ja, du kannst sie auf jeden Fall mitnehmen, aber wenn du eine volle Küche, also jetzt würde ich zu Hause eine vollwertige Küche nimmst, ich weiß nicht, ich sag mal, vielleicht 8 bis 10 Elemente oder sowas, also ne, 5 Unterschränke und 5 Hängeschränke mit Arbeitsplatte, da hast du eine Woche mit zu tun, glaube ich. Ne? Das darfst du vergessen. Und auch selbst solche banalen Sachen wie Griffe, ja, kannst du alle selber anbauen. Ne? Und dann sieh mal zu, dass alles symmetrisch sind und so weiter. Also das, es ist im ersten Moment verlockend, weil man sagt, ja, nimmst sie aus dem Regal und da ist alles da. Aber man sollte nicht unterschätzen, dass du hintenrum mit dem, was da noch kommt, einiges an Aufwand hast dabei. Ne? Das ist nochmal meine Erfahrung dazu. Ja, das stimmt. Klar. Also ich habe es halt nur aus der pragmatischen Sicht gesehen, dass wenn man mal wieder was braucht, einfach hingefahren wird und es wird ausgetauscht, dass man findet immer sofort Ersatz. Ne? Man hat keinen Schmerz damit. Aber klar, überall, wo Vorteile schlummern, schlummern auch Nachteile und dann muss man einfach abwägen. Da bin ich auf jeden Fall nicht der Experte. Das würde ich auch dir überlassen, also gerne mit mir kommunizieren und alles absprechen oder so, aber am Ende triffst du auch da die Entscheidung, was die Ausstattung angeht. Und ich glaube, du hast da auch ganz gut Erfahrung und Gefühl für, was geht, was nicht geht, was lohnt, was nicht lohnt. Und wie man das dann macht. Und dann stimmen wir das nur noch auf die Kurzzeitvermietung ab. Und dann ist es in der Regel in der Kurzzeitvermietung ja immer ein Ticken schmaler. Ne? Also man braucht ja immer ein Ticken weniger. Hm. Weniger Abstellfläche, weniger Zeug. Wo du aber recht hast, ist Ersatzteile. Ist wirklich, also wie gesagt, ich bin alles andere als ein Fan von dem Laden. Aber du kriegst von denen, wie oft hast du das irgendwie so, dass keine doofe Schraube fehlt oder irgendwie so ein Element, was natürlich nur bei dem Hersteller gibt und so weiter. Und das muss ich echt sagen, bei IKEA gehst du an so einen Service-Point oder sowas. Du sagst, ich hätte gerne das und das. Und in der Regel kriegst du die sofort in die Hand gedrückt oder du musst dir so eine Tüte kaufen. Aber das ist so eine Tüte, ich weiß nicht. Ne? So eine Tüte, ich weiß nicht, wiegt 3 Kilo Metall für 1 Euro oder ich weiß nicht genau. Also irgendwie für kein Geld oder so. Ne? Das habe ich auch schon Erfahrung gemacht. Da muss ich recht geben. Also da sind die echt sehr, sehr, sehr serviceorientiert. Also wenn du irgendwas später dir feststellst, dass dir irgendwas fehlt, kaputt gegangen ist, gebrochen ist, keine Ahnung, die ist eine Schraube irgendwie weg oder sowas, was normalerweise müsstest du irgendwie beim Hersteller anrufen, der sitzt wahrscheinlich im Ausland, der schickt dir, keine Ahnung, irgendwie aus Polen per Luftpost schickt dir irgendwie 2 Schrauben zu, weil du nicht weiterkommen kannst. Da kann schon mal sein, dass du eine Woche damit warten musst oder sowas. Ne? Und das hast du echt bei IKEA nicht, das muss man echt lassen. Also es gibt auch Punkte, die ich an IKEA lobe. Genau, also das Einzige, was mir wichtig ist, ist, dass die Arbeitsplatte aus Holz ist. Also Steingut oder Beton, damit müssen wir jetzt nicht anfangen. Das ist natürlich noch eine Spur edler oder so. Oder es gibt ja auch diese, ich gucke immer wieder auf unsere Küche, weil ich da immer so ein Schaudern und so ein Gänsehaut auf dem Rücken kriege. Diese Platten, wo, ja, weiß ich nicht, so ganz viele bunte Punkte drauf sind und die so, ach, das ist einfach
auch nicht das Wahre. Sieht auch nicht schön aus. Also Holz macht es halt immer sofort hochwertig vom Gefühl und man schließt halt klar ab. Da müsste man dann mal gucken, welches Holz man für den Boden nimmt oder welche Farboptik man nimmt. Wenn man jetzt Eiche nimmt, sollte man bei Eiche bleiben und nicht auf Kiefer setzen dann. Aber das kriegt man ja im Baumarkt, gerade bei so einer Pantry-Küche für, keine Ahnung, 50 Euro kriegst du eine Arbeitsplatte, wenn es hochkommt, in der Größenordnung. Und dann 2-3 Löcher gesägt, viel ist es ja nicht. Und dann hat man da schon mal was Gutes, auf jeden Fall was Besseres. Mhm. Zumindest wäre jetzt das die Do-it-yourself-Variante. Küchenstudios haben bestimmt auch die Möglichkeit, dass man Holzoptik nimmt. Klar, klar, kannst du auch, natürlich. Sicher. Okay. Was sagt unser Trello-Board noch? Wir sind, glaube ich, mit der Zeit schon vorbei oder schon drüber. Genau, also das Trello-Board sagt, sind wir schon drüber, ja. Offene Fragen, Kommentare und Abstimmung, neues Küchenelement, aber da sind wir ja gerade dabei. Ich denke, da kann man jetzt auch nicht viel weiter in die Tiefe gehen. Da haben wir jetzt einen ganz guten Austausch gehabt. Alles andere hatte ich ja ungefähr angesprochen. Okay, also Kommentare sehe ich jetzt bei Facebook keine. Warte ich immer nach YouTube, aber zuerst bei YouTube. Wichtig wäre noch, wenn ihr noch mal Vorschläge habt für die Tapete, die würde mich interessieren. Wobei ich die echt von Kevin schon geil fand. Also die ist schon echt witzig. Wie gesagt, nicht auf den ersten Blick, aber auf den dritten schon. Ihr müsst doch erst wirken lassen. Aber der Blick ist fast noch wichtiger. Und die erste Abneigung ist auch super. Weil dann ist man dahingehend auf jeden Fall auf der Seite von ich habe dich gefangen. So, ne, mit der Tapete. Und dann kann ich nur noch überzeugen. Ja. Und es wird immer Leute geben, die es nicht mögen. Ja. Da muss man sich auch frei machen. Das stimmt. Ne, das ist so eine Selfie-Tapete. Das ist so, wo man, ne, gut Selfies machen kann. Mhm. 4 Likes haben wir bekommen, aber keine Kommentare, oder wie? Schade. Ja gut, wenn es keine Frage gibt, dann haben wir ausführlich einen guten Job gemacht. Berichtet. Ne? Okay, Kevin, Next Steps. Wir haben heute, wie gesagt, den 14. Das heißt, wir sehen und hören uns am 21. uns wieder. Jo. Was haben wir zu tun? Warte, ich schreibe direkt mit. Naja, bis dahin steht auf jeden Fall die komplette Einkaufsliste final, würde ich sagen. Also, dass wir sie das letzte Mal so grob durchgehen. Und bis dahin mache ich mich also schlau, wo man einen altrosafarbenen Sessel findet, wie das mit dem Bett ist, was auch mit der Lieferzeit aussieht, wie das mit der Lieferzeit aussieht. Ja, Lieferzeit ist, glaube ich, jetzt ja, also dadurch, dass wir jetzt wieder im Covid-Shutdown sind, wir sind kurz vor Weihnachten. Einzelhandel macht hier bei uns zumindest am Mittwoch alles zu. Also das ist heute schon alles zu. Ne, damit werden jetzt noch mehr Leute auf Versand gehen. Deswegen glaube ich, werden wir auf jeden Fall, Versand wird auf jeden Fall ein spannendes Thema, glaube ich, ne, wie wir da beliefert werden. Das, glaube ich, wird spannend. Aber was ist schon nicht spannend bei uns? Ne? Okay, also Einkaufsliste final machen wir fertig. Dann haben wir auf jeden Fall und weiß ich nicht, wie du das zeitlich schaffst, mal die Sachen nochmal mit mir durchzugehen, was das Rollo angeht beispielsweise, dass man das mal hoch und runter fährt, wie das aussieht, dass man nochmal bei der Nische schaut, wie breit sie ist oder wie viel Platz wir in der Küche haben, was dann in die Küchenplanung reingeht, weil da muss man ja auch die Lieferzeit beachten, dass man also sowas wie Küche oder so dann vielleicht sogar schon bestellt hat. Ja, also ich habe aufgeschrieben Detailplanung Küche Schrägstrich und dann natürlich Fußboden, was wird jetzt saniert, wie wird saniert, ne? was ist der Plan, wie sieht der Zeitplan dahinter aus? Ja, genau, da sagst du gerade was, Fußboden ist nämlich ein Thema. Wir haben nicht genau das Problem, haben wir, wie gesagt, weil wir ab Mittwoch alle Geschäfte hier zu haben. Wir haben jetzt gerade noch mal, oh, lass mich nicht lügen, ich weiß nicht, wie viel Quadratmeter an Böden noch mal gekauft, auf Vorrat, weil wir nicht wissen, ob die am 10. Januar alle wieder aufmachen oder nicht aufmachen. Das könnte spannend werden, wie wir an Fußboden rankommen.
Weil Fußboden finde ich so eine Sache, die kannst du schlecht liefern. Das ist immer sehr schwer. Da ist der Versand immer sehr teuer. Deswegen meistens bei lokalen Lieferanten. Ja, okay. Ich schreibe erstmal Fußboden final. Wir werden ja sehen, was da kommt und nicht kommt. Wichtig wäre auch, dass wir uns entscheiden und dann wird man dann sehen, wo man das herkriegt und wann man es herkriegt. Das wird ja dann in den Zeitplan halt auch einfließen. Nur das Blöde ist halt immer, Fußboden ist halt immer so das Zentrale. Also wir machen ja vom Ablauf her machen wir ganz gerne die Wand mit Anstrich und dann erst den Boden rein. Ne? Weil dann hast du den Vorteil, wenn du noch den alten Boden zuerst drin hast, dann brauchst du halt beim Anstrich nicht abdecken, nicht so, ist nicht was runterkleckst, du brauchst nicht den Boden komplett irgendwie auslegen. Wenn da mal schief läuft, ist es halt nicht so schlimm, ne? Ja, das stimmt. Also Fußboden ist eigentlich nach der Wand bei uns immer das Zweite, weil wie gesagt, du kannst ja keine Möbel stellen, ne? Es macht ja keinen Sinn, ein Bett reinzustellen und das nachher nochmal rauszunehmen, wenn der Fußboden reingelegt wird, ne? Das stimmt. Ja. Okay, also Fußboden final, genau, da müssen wir gucken, also der wäre auf jeden Fall, ich würde sogar fast Prio 1, ne? Weil den müssen wir erklären, bevor der nicht klar ist. Dann brauche ich wichtig fürs Bestellen der Tapete die Länge bis zur Abstellkammer, dass die relativ genau ist. Genau, vom Gefühl hätte ich jetzt gesagt, hier diese 3,36, die anbieten, reichen auf jeden Fall. Vielleicht reichen uns auch 2,88 schon. Das kann ich halt so schwer einschätzen. Ja, das kriegen wir raus. Dann fahre ich eben rum, dann machen wir kurz einen Links, mache ich die Kamera an, vermessen wir kurz, das ist kein Problem. Genau. Okay, also wir machen als erstes den Fußboden final. Wir klären dann die Tapete mit der Länge. Bis zur Abstellkammer ist für dich wichtig. Wir machen die Teilplanung von der Küche. Das kann ich auch nochmal verordnen, welche Maße sind nochmal die nehmen. Rollo ist halt auch im finalen Vororttermin auch mit zu verbinden. Und ja, kann man einfach machen. Dann. Genau, richtig. Dann mache ich einfach runter, wenn wir sehen, ob es hakt, wie es aussieht, ob da irgendwelche Spritzer da sind, was weiß ich was. Also, ne, werden wir auf jeden Fall sehen, in welchem Zustand das Ding befindet. Genau. Und Einkaufsliste. Dusche. Ja. Dusche, dass du das vielleicht auch nochmal im Hinterkopf hast, gerade wenn es jetzt irgendwie eng werden sollte wegen Lieferung, wie das mit Dusche geregelt ist, wie man sowas macht. Das ist Duschkabine und bestellen. Ich weiß nicht, ob du die Kloschüssel wolltest du auch genau. Auswechseln, glaube ich. Genau. Und dann könnte man eigentlich schon fast überlegen, wenn jetzt Prio 1 Fußboden und Wand, also wenn man beides dann abgehakt hat, also wenn die Tapete an der Wand ist und der Fußboden dann auf dem Boden liegt, dann könnte ich eigentlich schon mal schauen, dass ich noch essen kann. Ja, das auf jeden Fall. Und dass vielleicht wir einen Live-Termin machen und dann mal gucken, auch wie sich der Raum dann so anfühlt, wie das dann schon mal wirkt, wenn die Tapete drin ist. Vielleicht streichen wir wirklich, wir hatten das im Vorgespräch, wir haben euch da gar nicht mitgenommen, im Vorgespräch überlegt, habe ich, ob man vielleicht die Wände allgemein in einem leichten Farbton macht, dass man halt eben von diesem Weiß wegkommt, dass man da eventuell entweder guckt, welche Farbe man hier leicht aufgreifen kann, ob das denn wirklich so ein leichtes Rosa ist, Rosé, was überall durchgeht und was man einfach überall hat, oder ob man auf so eine cremefarbene Sache setzt, dass man so ein bisschen von dem Weiß wegkommt, weil das schon viel ausmacht im Raumgefühl. Genau, aber das können wir auch einfach nochmal en Detail absprechen, wenn es soweit ist. Mal gucken. Okay, dann haben wir einen Plan. Und jetzt hast du wieder mehr Hausaufgaben als ich. Ja, wobei die Einkaufsliste ist auch eine Hausaufgabe für sich. Ja, auf jeden Fall. Wenn du schon mit Verlinkungen dahinter und prüfst, welche Verfügbarkeiten, das ist, glaube ich, auch viel Recherchearbeit. Das ist, ja genau. Es nützt nichts, vor nichts kommt nichts. Ne? Das stimmt. Und ich habe echt Bock auf Essen. Das ist ein cooles Projekt. Das macht Spaß. Vor allem, wenn man sich live austauscht, merkt, dass der Eigentümer Interesse hat, sich da auch mit einzubringen oder zuzuhören und interessiert ist. Das ist nochmal eine ganz andere Stufe als Leute, die sagen, mach mal. Und wir sehen uns dann hoffentlich erst in 8 Jahren, wenn du sagst, du willst ausziehen. So, oder zur nächsten Mieterhöhung. Nee, das ist richtig. Also unser Projekt, das begleiten wir von vorne bis hinten. Ne? Super, Kelvin, dann machen wir Schluss. Wir sind auch schon wieder drüber, wie letztes Mal auch und vorletztes Mal auch, glaube ich.
Wir schaffen es einfach nicht, auf den Punkt zu kommen. Genau, wir schaffen es nicht auf den Punkt. Das war auch der erste Kommentar. Der hat, glaube ich, nicht Unrecht. Ich glaube, ich verstehe ihn auch, was er sagt. Ja, ich hoffe, es war trotzdem spannend für euch. Ihr habt viel gelernt. Die drei Tipps von Kevin fand ich ganz cool und ganz spannend. Eigentlich einleuchtend, aber wenn man nicht damit involviert ist, dann kommt man da gar nicht so drauf. Danke fürs Zusehen. Wenn ihr noch coole Tapeten habt, unbedingt in die Kommentare rein. Wie gesagt, nächste Woche Montag wollen wir das Ganze fix machen. Das heißt, wenn ihr bis dahin noch irgendwelche Vorschläge habt, witzige, coole, ausgefallene sollte es auf jeden Fall sein. Also kein, bloß nicht irgendeine Erfurt-Rauphase oder sowas. Ne? Also das ist genau das, was wir nicht haben wollen. Es soll irgendwas, ja, etwas, was so in Erinnerung bleibt. Ne? Wie auch so eine Selfie-Tapete, wo man gerne mal so ein Foto bei Insta oder bei Facebook postet und sagt, guck mal hier, ist das nicht eine geile Wand oder sowas. Ne? Sowas in der Hand wollen wir haben. Wenn ihr den habt, sehr gerne. Ansonsten machen wir die nächsten Aufgaben. Wir sind dann, wie gesagt, in einer Woche, das heißt am 21. 2030, wie immer da. Mach's gut, Perfect. Kevin. Sagst du tschüss? Ciao, Christian. Ja, war mir ein Fest. War wie immer schön. War spannend. Nicht nur Tapete, also wenn ihr noch andere Ausstattungsmerkmale habt, wenn ihr noch irgendwas seht, wo ihr sagt, boah, das ist Hammer, 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 guckt euch das mal an, gerade bei kleinen Wohnungen. Da ist es immer schwierig, große Statuen oder sonst irgendwas unterzubringen, was cool wirkt im Raum. Da kommt es manchmal auf kleine Kniffe an. Und vielleicht gibt es auch platzsparende, coole Accessoires, die einfach sehr gut wirken. Genau, und ansonsten, ich hoffe, der Einblick konnte euch ein bisschen weiterhelfen. Ihr konntet ein bisschen was rauskriegen. Wenn ihr Fragen habt, welche Tools ich benutze, was ich mache, auch wie ich diese Wohnung möbliert habe, dann schreibt das gerne entweder unten in die Kommentare oder schreibt mir privat. Irgendwie über Facebook findet ihr mich auch, Kelvin. Corys, genau. Ja, bin ja hier unten auch die ganze Zeit mit Namen eingeblendet. Also ihr kriegt das schon hin, wenn ihr das wollt. Findet ihr mich. Einfach zutexten. Und ansonsten freue ich mich, euch alle nächste Woche wiederzusehen. Dich, Christian, auch. Ich nehme an, wir sind dann wieder einen ganzen Schritt weiter. Und Essen goes Airbnb.